Hier kannst du deinen Spielstand sichern. Klicke auf eine der vier Kisten. Damit startest du das Spiel. Gut, wenn du später wiederkommst, kannst du in deinem Spiel weitermachen, indem du wieder die gleiche Kiste anklickst. Oh, ist das früh! Hey, du Schlafmütze! Weißt du nicht mehr, was wir heute vorhaben? Ihr habt doch keinen Unsinn vor. Wir und Unsinn? Wie auch immer, zuerst kommt die Arbeit. Im Stall? Ja, Bibi, bitte füttert eure Pferde. Ihr wisst ja, was ihr dazu braucht. Oh ja, das ist toll. Das dauert ja nicht lange. Danach können... Nicht so schnell. Gerade eben hat Dr. Eichhorn angerufen. Der Tierarzt? Ist etwas mit Sabrina? Oder mit Amadeus? Nein, nein, es ist alles in Ordnung. Dr. Eichhorn wollte nur wissen, ob das Kätzchen inzwischen seine Jungen bekommen hat. Was für ein Kätzchen? Es ist uns zugelaufen. Es hat sich bestimmt irgendwo auf dem Hof zurückgezogen, um sich in Ruhe auf die Geburt vorzubereiten. Könntet ihr vielleicht vorsichtig nach ihm suchen? Aber danach reiten wir zu... Und vergesst unseren Gast nicht, ja? Welchen Gast? Seht nur! Super, dann können wir jetzt zu dritt. Genau, los, raus mit euch. Ich räume hier ein wenig auf. Also gut, dann sollten wir als erstes in den Stall gehen. Finde ich auch. Müssen wir telefonieren? Im Moment nicht. Könntet ihr dem Kätzchen ein Schälchen Milch geben, wenn ihr es gefunden habt? Natürlich. Die Milch könnt ihr mitnehmen. Wenn ihr das Kätzchen gefunden habt, gebt ihm bitte ein Schälchen davon. Möhren! Sehr gut! Wenn du hier klickst, siehst du eine Karte. Du kannst alle Orte in diesem Spiel über die Karte betreten. Toll, wieder hier zu sein. Wir müssen bald mal wieder renovieren. Ich helfe euch. Na, meine Süße, wie geht es dir? Versorgst du dein Pferd? Wir sind ja in der Nähe, wenn du unsere Hilfe brauchst. Bevor man die Kardetsche benutzt, muss man das Pferd striegeln. Bevor man die Kardetsche benutzt, muss man das Pferd striegeln. Das Pferd ist gestriegelt. Der Körper des Pferdes ist sauber. Das geht nicht.
Vor dem Ausritt werden die Hufe nicht eingefettet. Den brauchen wir erst nach dem Ausritt. Zuerst muss eine Satteldecke aufgelegt werden. Das geht nicht. Lass uns losreiten. Das geht nicht. Mit der Mistgabel kann man die Pferdeäpfel entfernen. Bevor das Pferd gepflegt werden kann, muss erst das Zaumzeug entfernt werden. Wir brauchen eine Heugabel. Wir müssen ihn füllen. Den können wir den Pferden bringen. Ja, wir nehmen die Schubkarre dafür. Wo ist das Schloss? Bibi, jemand hat die Kiste geöffnet. Stimmt, das Schloss ist ganz verbogen. Schade, dass das Heu noch nicht eingefahren wurde. Finde ich auch. Jetzt haben wir gar kein Versteck hier. Okay, wir können das hier schon mal in den Stall bringen. Bevor das Pferd gepflegt werden kann, muss erst das Zaumzeug entfernt werden. Das geht nicht. Das geht nicht. Das geht nicht. Den brauchen wir erst nach dem Ausritt. Lass uns losreiten. Es ist toll bei euch. Endlich kann ich es dir erzählen. Was denn? Wir müssen unbedingt zum Steinbruch reiten. Was gibt es dort?
Ich möchte dir gerne was zeigen. Oh ja, ich freue mich auf den Ausritt. Schade, dass das Heu noch nicht eingefahren wurde. Finde ich auch. Jetzt haben wir gar kein Versteck hier. Wir haben schon genug Heu. Diese Box wird im Moment nicht benutzt. Diese Box wird im Moment nicht benutzt. Hallo, mein Süßer. Hier kannst du sehen, was du dabei hast. Das geht nicht. Wir reiten! Komm, wir reiten um die Wette! Yippie! Juhu! Aber auf dem Rückweg besiege ich dich. Das werden wir ja sehen! Hier sind wir. Ich bin total gespannt. Kannst du nichts entdecken? Was ist das denn? Unser neues Versteck. Jedenfalls bis zur Heuernte. Das ist ja super! Toll, Tina! Sag mal, Tina, der Eimer hier, der gehört doch auf den Martinshof, oder? Stimmt. Sag mal, Tina, der Eimer hier, der gehört doch auf den Martinshof, oder? Stimmt. Sollten wir nicht erst die Pferde versorgen? Sollten wir nicht erst die Pferde versorgen? Sollten wir nicht erst die Pferde versorgen? Das geht nicht. Thank you.
Das Pferd ist gestriegelt. Der Körper des Pferdes ist sauber. Das Pferd ist gewaschen. Die Hufe des Pferdes sind sauber. Das geht nicht. Okay, die Pferde sind sauber. Wir können die Schubkarre hier stehen lassen. Meine Mutter braucht sie noch und bringt sie später in die Scheune zurück. Gut, wenn wir sie noch mal brauchen, holen wir sie uns aus der Scheune. Gefunden. Wir haben schon genug Heu. Bibi, sieh nur! Super! Sie nimmt die Milch! Schade. Ich hätte die kleinen Kätzchen gerne gesehen. Warte noch ein paar Tage, bis die Katzenmutter sie von selber zeigt. Dann kannst du sie sehen. Bibi! Tina! Wo seid ihr? Hast du das gehört? Das kommt vom Hof. Wer ist das denn? Ich kenne das Pferd auch nicht. Es hat sich an der Fessel verletzt. Ich werde gleich Dr. Eichhorn anrufen. Ach ja, wir haben die Kätzchen gefunden. Es geht ihnen gut. Ja, sie sind im Heu. Das ist gut. Könntet ihr die freie Box herrichten? Mit Stroh.
Mit Futter sollten wir vorsichtig sein, solange Dr. Eichhorn noch nicht hier war. Natürlich! Komm, Tina, wir holen das Stroh. Gut, ich bringe das Tier in den Stall und rufe dann Dr. Eichhorn an. Wir brauchen die Heugabel nicht mehr. Unsere Tiere haben genug zu fressen. Gut, wir bringen das Stroh in den Stall. Ist ja gut. Dr. Eichhorn kommt gleich. Ich würde sie so gerne gesund hexen. Bloß nicht. Du weißt doch, was sonst hier los ist. Ja, schon. Na, dann bringen wir sie mal in ihre Box. Ich glaube, da kommt Dr. Eichhorn. Genau im richtigen Moment. Klasse. Ist das Pferd schwer verletzt? Nein, nicht soweit ich sehen kann. Wird es wieder gesund? Die Stute ist in einer sehr guten Verfassung. Bestimmt ist sie ein Turnierpferd. In Rothenbrunn findet ja morgen ein großes Turnier statt. Das Turnier! Das haben wir ja ganz vergessen. Baby, da müssen wir unbedingt hin. Aber zuerst lösen wir das Geheimnis um dieses Pferd. Vielleicht ist es ja von dort weggelaufen. Sie hat vermutlich ein zu hohes Hindernis übersprungen und sich das Bein leicht geprellt. Hier habt ihr ein wenig Salbe und einen neuen Verband. Ihr könnt den alten später wechseln. Danke, Dr. Eichhorn. Keine Ursache, Tina. Ich verabschiede mich eben noch von deiner Mutter. Bis bald. Zuerst muss eine Sattel... Das geht nicht! Das geht nicht! Lass uns losreiten! Jemand seine Papiere verloren. Ja, komm, wir schauen sie uns genauer an. Lieber Michael, das Turnier in Rothenbrunn wird bestimmt toll. Ganz besonders freue ich mich, dich wiederzusehen. Hoffentlich können wir uns mal alleine sehen. In Liebe, deine Ulrike. Die sind ja verliebt ineinander. Was steht da? Graf von Hohenfels? Kenn ich nicht. Die Sachen gehören einem Michael Weidner.
Wir möchten Sie auch in diesem Jahr wieder zu unserem großen Reit- und Fahrturnier nach Rotenbrunn einladen. Bestimmt gehören die Sachen dem Besitzer des Pferdes. Hier haben wir die Brieftasche gefunden, aber keine Spur von ihrem Besitzer. Wir sollten deiner Mutter von der Brieftasche erzählen, oder? Gute Idee, Bibi. Das Pferd in unserem Stall heißt also Mirabelle? Ja, und sie ist das beste Pferd in unserem großen Gestüt. Von welchem Gestüt? Das Gestüt der Grafen von Hohenfels. Von Hohenfels? Kenne ich nicht. Und wer bist du? Ich? Ich bin Graf von Hohenfels selbst. Du bist... Sie sind Graf von Hohenfels? Und Mirabelle ist Ihr Pferd? Haben Sie vielleicht einen Beweis dafür? Und bitte verstehen Sie mich nicht falsch. Du, Tina, das ist doch der Junge von dem Foto. Stimmt, dann ist das seine Brieftasche. Suchen Sie etwas? Ja, meine Unterlagen. Ist das die richtige Reihenfolge? Suchst du vielleicht diesen Brief hier? Der gehört nicht mir. Na, wenn du meinst. Ist das die richtige Reihenfolge? Brauchst du die hier? Ja, genau. Ich muss sie wohl verloren haben. Sehen Sie? Graf von Hohenfels. Hier steht es. Haben Sie vielleicht auch einen Ausweis? Ist das die richtige Reihenfolge? Ja, wir wollten gerne bei diesem Turnier starten. Suchst du vielleicht das hier? Was ist das? Das hier ist ein Ausweis. Und er gehört... Michael Weidner. Dieser Junge hier ist nicht Graf von Hohenfels. Er heißt Michael Weidner. Halt! Wo willst du hin? Wir müssen hinterher! Also, ich bin mir nicht sicher, ob der Junge aus böser Absicht gehandelt hat. Er war so unsicher. Vielleicht ist Michael gar nicht auf dem Hof. Das kann sein. Ich gewinne sowieso! Das werden wir ja sehen! Lass uns zurückreiten. Der Steinbruch war klasse! Müssen wir nicht erst die Pferde absatteln?
Wir müssen die Pferde nur absatteln. Den Rest macht Mutti. Den Rest macht Mutti. Schade, dass wir im Moment kein Versteck hier haben. Aber wir haben doch das im Steinbruch. Stimmt, das ist eigentlich viel besser. Schade, dass wir im Moment kein Versteck hier haben. Aber wir haben doch das im Steinbruch. Stimmt, das ist eigentlich viel besser. Die ganze Sache kommt mir komisch vor. Wir müssen herausfinden, was es mit diesem Jungen auf sich hat. Das geht nicht. Gestüt von Hohenfels Verwaltung. Guten Tag. Guten Tag. Hier spricht Tina Martin. Wie kann ich Ihnen helfen? Kennen Sie Michael Weidner? Michael? Aber ja, er ist ein netter Junge. Aber im Moment ist er mit Graf von Hohenfels und unseren beiden Turnierpferden Mirabelle und Miranda unterwegs zu einem Turnier in Rotenbrunn. Er ist auch unser Stallbursche. Ist was passiert? Nein, nein, es ist nichts passiert. Vielen Dank für Ihre Auskunft. Auf Wiederhören. Ja, auf Wiederhören. Also, Michael ist Stallbursche bei Graf von Hohenfels. Wir müssen ihn finden, sonst können wir uns keinen Reim auf die ganze Sache machen. Das Beste ist, ihr sucht den Jungen. Er kann ja nicht weit sein. Und ich versuche, Graf von Hohenfels zu benachrichtigen. Hast du gesehen, wo Michael hingerannt ist? Michael gar nicht auf dem Hof. Das kann sein. Das geht nicht. Das geht nicht. Lass uns losreiten. Wir reiten um die Wette! Yippie! Juhu! Das geht nicht! Das geht nicht.
Michael? So ein Mist. Ich kann alles erklären. Wir wissen jetzt, wer du wirklich bist. Aber was ist passiert? Es ist so. Ulrike, sie ist ein tolles Mädchen. Ist sie deine Freundin? Ich finde sie sehr nett. Was hat Mirabelle damit zu tun? Wir waren schon auf dem Turnierplatz und ich habe sie ganz glänzend gestriegelt. Ich wollte Ulrike zeigen, wie gut ich mit Mirabelle zurechtkomme. Aber bevor ich den Sattel auflegen konnte, hat sie sich losgerissen und ist einfach weggelaufen. Ich habe sie bis zu eurem Hof verfolgt. Hast du unseren Hafer genommen? Ja, ich wollte Mirabelle wieder einfangen, aber es hat nicht geklappt. Und da dachte ich, wenn ich als Graf von Hohenfels auftrete, kann ich Mirabelle einfach mitnehmen. Na, das ist ja gründlich schiefgegangen. Und was machen wir jetzt? Jetzt gehen wir alle zusammen zu meiner Mutter. So, da ist ja unser Ausreißer. Er hat das alles nicht so gemeint. So? Und wieso sollte ich das glauben? Das hier ist der Beweis. Ich glaube euch. Ich habe gerade eben mit Graf von Hohenfels telefoniert und er hat erlaubt, dass Mirabelle hier auf dem Hof bleibt, bis sie sich erholt hat. Sie ist verletzt? Nicht sehr, aber sie kann nicht am Turnier teilnehmen. Der Graf wird das Turnier nun auf Miranda reiten und Michael soll auch hier bleiben, um Mirabelle zu versorgen. Danke. Graf von Hohenfels war sich außerdem sicher, dass es hier eine Menge zu tun gibt, bis Mirabelle sich erholt hat. Das glaube ich auch. Wir können zusammen den Stall renovieren. Das ist eine tolle Idee. Finde ich auch. Tschüss, bis zum nächsten Mal.